Hallo, heute ist leider der letzte Urlaubstag. Da habe ich mir heute nicht so eine große Runde vorgenommen. Und zwar bin ich hier, vielleicht hat schon einer erkannt, am Walchensee. Ja, ich bin hier schon auf der Halbinsel rausgefahren, auf Höhe von St. Margaret und werde den See im Uhrzeigersinn umrunden. Man nennt ihn ja auch die Karibik Bayerns wegen der Wasserfarbe. Die wird heute gut zur Geltung kommen, denn das Wetter wird heute sehr super werden. Kaum eine Wolke am Himmel und mal hier sogar 30 Grad. Da werden noch viele Badegäste kommen. Also, ich hoffe, die Tour wird heute gefallen. Ich werde jetzt weiterfahren im Uhrzeigersinn Richtung Walchensee-Ort. Die schöne Rundtour hier beträgt ungefähr 26 Kilometer ohne den Abstecher nach St. Margaret. Leider bleibt der Radweg erstmal nicht so schön ruhig. Gleich kommt man an die Bundesstraße, muss man hier erstmal ein paar Kilometer folgen. Ja, sehr schön hier, aber an der Bundesstraße hier ist es eigentlich nicht so schön zu fahren, aber nach ein paar Kilometern biegt man ja auch wieder ab. Endlich diese laute Bundesstraße verlassen. Da kann man auch gleich mal das Panorama mal genießen.
Vor jeder größeren Lücke muss man anhalten und gucken. Ungefähr die Hälfte rum. Das ist echt ein toller Radweg. Super. Fast immer nur direkt am See. Traumhaft. Hier müssen ja leider die Radfahrer die Steigung nehmen. Das war eine fiese Steigung, bis zu 13%. Aber jetzt muss auch wieder bergab gehen. Ich hoffe, das war's jetzt mit Steigung. Jetzt befinde ich mich auf der Mautstraße zwischen Niedernach und Einsiedeln. Immer wieder direkt am See lang. Die Parkplätze füllen sich, aber man kann ja auch nicht überall rein in den See, weil wenn ich hier das so sehe, das sind ja nur Felsen hier. Bestimmt nicht schön an den Füßen. Möwen gibt's auch überall. Nur die Seeumrundung hat nur ein Ende. Ja, war ein toller Tag heute. Auch wieder gesamte Urlaub, der jetzt leider zu Ende ist. Ich hoffe, es hat dann gefallen, nicht nur heute, sondern auch die letzten Videos aus dem Urlaub. Ja, ich hätte auch noch mehr abfahren können, ich habe so viel geplant.
Ich hätte bestimmt noch eine Woche länger bleiben können. Aber egal, man möchte auch mal irgendwann nach Hause. Ja, ich hoffe, dass ihr seid weiterhin dabei, auch wenn jetzt bald keine Alpenvideos mehr kommen. Das wird erstmal wohl erst nächstes Jahr sein. Also, denn bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin Moin. Oder wie man hier sagt, Servus. Und guten Rutsch und frohes neues Jahr. Ciao.